Hallo und guten Tag, mein Name ist Michael Ritzert. Ich darf Sie wiederum recht herzlich begrüßen zu unserem Blogbeitrag Nummer 47. Drei wichtige Fähigkeiten, wie man aus Kundenkontakten mehr Umsätze erzielt. Spannendes, wichtiges Thema. Das heißt, welche Option habe ich, um eben mit dem vorhandenen Potenzial, was wir alle wissen, ja nicht mannigfaltig ist, wirklich den maximalen Ertrag zu generieren. Also lassen wir uns starten. Natürlich ist allerwichtigste ist immer wieder, die Chemie muss stimmen. Verbindung, Vertrauensbasis, die müssen Sie aufbauen können. Das ist die Grundlage für alles, weil wir reden über People-Business. Bevor Sie Ihre Kompetenz, Ihre Qualifikation weiterreichen können, brauchen Sie erstmal jemanden, der Ihnen zuhört. Und Sie bekommen nur Interesse, nur Aufmerksamkeit, wenn Sie erstmal eine Verbindung schaffen. Verbindung heißt also, dass Sie in der Lage sind, Smalltalk zu halten. Sollten Sie sich jetzt schon fragen, oh Gott, ich weiß genau, das ist mein Defizit, auch darüber gibt es Bücher, gibt es Anleitungen, was auch immer, um erst einmal reinzukommen. Aber das ist die Grundlage für vieles, damit Sie erst alle weiteren Schritte auch vorangehen können. Heißt also, Sie müssen wissen, wie man das Eis bricht, wie es im Volksmund heißt. Es hilft eben auch, den Gegenüber zu spiegeln und gerade dann, wenn Sie ältere Herrschaften haben, Sprachtempo, Sprachgeschwindigkeit, Lautstärke sich anzupassen. Und glauben Sie mir, mir persönlich fällt es auch deutlich schwerer. Die Leute, die mich kennen, wissen das. Ich bin auch jemand, der sehr emotional spricht, sehr schnell spricht teilweise auch. Aber seien Sie versichert, meinen Erfolg habe ich nicht nur deshalb seit 23 Jahren, weil ich eben auch in der Lage bin, mich auf mein Gegenüber einzustellen und der das auch annimmt. Sie müssen Menschen mögen und wenn Sie Menschen mögen, seien Sie versichert, merkt der Gegenüber, dass Sie ihn mögen. Was passiert automatisch? Sie werden zurückgemögt. Heißt also übersetzt, man nimmt Sie an als Mensch und dann sind Sie auch in der Lage, die Dinge weiter zu kommunizieren, sodass man Ihnen auch zuhört, ganz einfach. Wichtig ist dann im Dialog, den Sie auch beim Smalltalk beginnen, eben auch Fragen zu stellen. Auch in der heutigen Zeit gilt immer noch die gleiche Maxime, wer fragt, der führt. Und Fragen sind eben dazu da, um Informationen zu bekommen. Und Informationen, die Sie wiederum aufsaugen, aufnehmen, um zum späteren Zeitpunkt, das wird später noch klarer bei einer anderen Frage, um zum späteren Zeitpunkt diese Informationen zu verwenden, um Ihren Kunden dann entsprechend einzunorden. Also, mögliche Fragen könnten sein, egal wie Sie jetzt gerade, wo Sie gerade im Verkaufsprozess stehen. Verkauf heißt im Kontaktprozess stehen, ob Sie am Telefon mit jemandem kommunizieren, ob Sie bereits auf der Couch sitzen, fragen Sie. Und wenn Sie fragen zum Beispiel, wissen Sie schon, wohin Sie ziehen wollen, wenn Sie verkauft haben, haben Sie die Frage automatisch kompensiert, die man auch oftmals noch fälschlicherweise stellt, warum müssen Sie denn verkaufen, warum wollen Sie denn verkaufen? Das heißt, damit öffnen Sie Ihren Kunden und lassen ihn einfach reden. Was würden Sie denn machen, Plan B, wenn nicht verkauft werden würde? Stellen Sie die Frage mal offensiv. Oftmals haben die Kunden sich gar nicht damit befasst, weil sie glauben, einfach der Nachbar hat verkauft. Das hat funktioniert, also mein Haus ist eh schöner, also klappt es auch in jedem Fall. Fragen Sie einfach und Sie werden sehen, welche Antworten Sie bekommen. Wann möchten Sie denn spätestens verkauft haben? Damit zeigen Sie eben auf, hat er ewig lang Zeit oder in welchem Zeitfenster arbeiten Sie beispielsweise mit Ihrem Kunden? Sprechen Sie mit anderen Maklerkollegen noch? Das können Sie auch offensiv fragen, um zu wissen, stehen Sie im Wettbewerb. So wissen, wie können Sie argumentieren, damit Sie wissen, was leistet der Kollege, um zum späteren Zeitpunkt da nochmal drauf einzugehen. Haben Sie Zugriff auf einen fachlichen Berater? Könnte auch eine Frage sein, damit Sie wissen, gibt es noch jemanden, der ihn berät, der mitentscheidend ist für seine ursprüngliche Verkaufsentscheidung, sprich auch Mandatsentscheidung dann, damit Sie wissen, gibt es noch andere fachliche Berater, die unter anderem wichtig für ihn sind und die seine Meinung beeinflussen. Wichtiges Thema natürlich. Können Sie nur wissen, wenn Sie fragen. Was wäre denn für Sie wichtig, wenn Sie einen Makler beauftragen würden, der Ihre Interessen wahrnimmt, sprich vertritt? Ihr seht, es gibt viele, viele Fragen. Nur wichtig ist, dass Sie fragen und die Frage ist auch mal entscheidend dafür, welchen Prozess Sie gerade innehaben. Für was stehen Sie? Wie ist Ihre Struktur, Ihr Prozess, um eben zum Ergebnis zu kommen? Und dazu sind Fragen eben ganz elementar. Fragen sind dienen dem Informationsgehalt und wichtig ist, dass Sie diese Fragen stellen und die Informationen so aufnehmen und später wieder dann umkehren, als Bumerang-Technik umkehren, um Ihren Verkäufer dann zu motivieren, auch mit Ihnen zu kooperieren. Ganz einfach. Heißt also, drittens wäre wichtig zu wissen noch, wenn Sie soweit sind, stellen Sie auch Abschlussfragen. Das heißt, sich zu unterhalten, Smalltalk zu machen, 2 Stunden Kaffee trinken und über Witze lachen, ist die eine Sache. Aber Sie wollen ja zum Abschluss kommen. Auch dann haben Sie keine Scham, Abschlussfragen zu stellen. Beispielsweise, lassen Sie uns noch nächste Woche einen Termin vereinbaren. Was wäre denn für Sie besser, vormittags oder nachmittags, wenn Sie gerade telefoniert haben? Kaltakquise zum Beispiel. Und Sie haben alle Informationen gesammelt, sprechen Sie ihn an auf dem Termin. Lassen Sie sich im Sande verlaufen.
Ich habe Sie so verstanden, Boomerang-Technik, dass Sie bis April ausgezogen sein wollen. Damit das möglich ist, sollten wir jetzt schon schnell und zeitnah über den Termin sprechen, damit wir das Marketing beginnen können, damit wir den Verkauf starten können. Die Frage können Sie einbinden, weil Sie eingangs gefragt haben, wann wollen Sie denn ausgezogen sein? Sie sehen, Sie brauchen einen Prozess, eine Strategie, um eben mit den Fragen auch so zu arbeiten, dass Sie zum Erfolg kommen. Das ist das Entscheidende. Ich kann Ihnen gerne aufzeigen, lieber Herr Verkäufer, wie ich für meinen Mandanten in kurzer Zeit den maximalen Verkaufspreis realisiert habe. Wir hätten jetzt 15 Minuten Zeit. Sprich, wer ist das 15 Minuten wert? Das wollte ich sagen. Wer ist denn das wert? Kann ich versichern, es ist es wert. Stellen Sie die Frage, gerade bei der Kaltakquise haben Sie nur eine kurze Chance, um jemanden in der Emotion zu bewegen, sich mit Ihnen zu treffen. Da gibt es nur Ja oder Nein. Also können Sie nichts verkehrt machen, weil nicht verkauft, einen Nicht-Termin haben Sie bereits, wenn Sie nicht fragen. Sie können in dem Fall nur gewinnen. Ich kann Ihnen gerne aufzeigen, wie ich für meinen Mandanten in kurzer Zeit den maximalen Kaufpreis realisiert habe für seine Immobilie. Wäre Ihnen das 15 Minuten Ihrer Zeit wert? Ich kann Ihnen versichern, das ist das Ganze wert. So, das heißt, Sie können nur gewinnen, aber Sie müssen fragen. Jetzt habe ich den ersten Kunden einer von Ihrer Immobilie bekommen, lieber Herr Verkäufer. Klasse, ich würde mich gerne mit Ihnen mal näher darüber unterhalten. Wann haben Sie nächste Woche Zeit? Ich lade Sie gerne in mein Büro zu einer Tasse Kaffee ein. Lassen Sie uns darüber reden. Es wäre zum Beispiel in der Prozesskette, wenn Sie gerade jetzt Ihren Ersttermin gehabt haben beispielsweise, haben einen guten Dialog geführt, haben einen guten Smalltalk gemacht, haben eine Verbindung, sagen alles wunderbar, alles weiter besprechen wir dann tags drauf, zwei, drei Tage später im Büro. Und dazu bieten Sie eben den Termin an. Wichtig ist, fragen. Das ist das Entscheidende. Es gibt eben, nur mit Fragen bekommen Sie Informationen und können eben damit arbeiten. Die Information brauchen Sie eben. Ich fasse zusammen, was ich in dem heutigen Blog Ihnen weiterreichen möchte. Man muss natürlich immer überzeugt sein von seinen eigenen Services, Dienstleistungen. Das muss im Vordergrund stehen. Wenn Sie selbst zweifeln oder die eben nur leise und ja, ohne Nachdruck kommunizieren, wird es natürlich schwierig. Der Kunde muss wissen, dass das, was Sie sagen, dass Sie dafür brennen, dass Sie dafür stehen und dass Sie genauso meinen, wie Sie es sagen. Und dann eben Dialoge üben, üben, üben. Wie es immer so üblich ist. Trainieren, trainieren, trainieren. Ich kann Ihnen versichern, am Anfang habe ich vor 23 Jahren so viele Fehler gemacht. So viele Fehler, können Sie sich gar nicht vorstellen. Die können Sie in meinem Leben gar nicht mehr machen, die ich bereits alle gemacht habe. Aber ich war immer sehr emsig und habe versucht, okay, aus den Fehlern zu lernen. Ich habe geübt, ich habe mich trainiert und weitergebildet. Und genau das ist das, was ich an die Hand geben möchte. Ich kann Ihnen eins versichern, am Anfang ist vieles, vieles, vieles schwerer, bevor es später mal leicht wird. Es geht jedem so. Aber das können Sie nur, wenn Sie automatisiert eben auch Dialoge üben, wenn Sie überhaupt üben und trainieren. Und da geben wir unter anderem in den Blogs ja auch die Motivation, sich auch dort weiter umzutun. Das heißt, das auch zu tun. Einfach auch mal den Anschluss zu nehmen, sagen, alles klar, ich bin bereit, besser zu werden, noch besser zu werden und möchte mich verändern. Es liegt eben nicht daran, dass man zu wenig Kontakt hat. Sie können auch mit einem Kontakt mehr machen als andere mit 10, nehmen Sie einen Abschluss. Sondern dass Ihnen die Fähigkeit fehlt, eben das Beste daraus zu machen, sprich das Mandat zu generieren, einen Abschluss herbeizuführen. Und genau darum geht's. Würden Sie sich bitte keine schlechten Wettbewerber, würden Sie sich immer bessere Fähigkeiten. Das ist die Übersetzung dabei. Das heißt, dass Sie das, was Sie tun können, liegt allein an Ihnen. Indem Sie trainieren und üben, automatisiert im Prinzip die Dinge angehen, werden Sie Erfolg haben. Ich betone noch einmal, ich wette mit Ihnen, so war es auch vor 20 Jahren schon gewesen, vor 30, 40 Jahren gewesen, dass ein trainierter Verkäufer immer mehr Umsatz mit weniger Kontakten machen wird, als ein weniger trainierter mit deutlich mehr Kontakten. Das heißt also, Ihre Conversion Rate, Ihre Übersetzung, das heißt Erstkontakt bis zum Abschluss, verbessern Sie ungemein, wenn Sie trainieren, wenn Sie Automatismen für sich annehmen und die automatisch auch dann übersetzen. Und dann werden Sie feststellen, dass Sie keine 10, 15, 20 Kontakte brauchen, um einen Abschluss herbeizuführen. Dann können Sie auch mit dem einen Kontakt, mit zwei, drei Kontakten Ihre Conversion Rate, sprich Ihre Durchschnittsrate, deutlich verbessern. Deutlich verbessern. Und das wünsche ich Ihnen. Also, das zum heutigen Blog. Machen Sie es gut, Ihr Michael Ritzert. Maximalen Erfolg für Sie. Bis zum nächsten Mal.